Hallo, Senoras! Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Idyllic Days Minecraft Daily Dose. Ich weiß auch nicht mehr, ich bin total aufgeregt. Und schmeiße spontan in meine Kompass weg und die Musik ist hier so laut. Muss mal ein bisschen leiser machen, um hier lustige Späßchen zu machen. Willkommen zurück zu Minecraft. Es tut mir leid, dass die letzte Folge war so langweilig. Ich habe gemacht Sortieren mit der Kiste und die Musik ist immer noch so laut. Ja, der komische Server lädt auch irgendwie die Chance nicht so richtig. Hat gedauert lange. Da ist oben wieder eine Pony auf die Baum. Hallo Pony auf die Baum! Wie geht's dir? Ist ein guter Tag? Ah, so, dann bauen wir weiter an unsere komische Hütte. Die Hütte, die sieht aus wie, als hätte jemand gemacht kaputt. Das ist, sieht seltsam aus. Wir müssen hacken weiter Bäume und zerstören diese Lebensräume. Und wenn ich so weiter spreche in diesem Akzent, dann werdet ihr sicherlich alle voll total durchdrehen und anfangen, böse Ad-Kommentare zu schreiben. Aber ich kann ihn nicht so aufhören, es passt so schön. Es ist, wo ist denn jetzt das Stück Holz da? Ach, du bist doch noch gar nicht da. Du bist ja, ach so. Ja, dann hacke ich mal hier weiter, ne? So, okay. Wenn wir das Haus, in Anführungsstrichen Haus, sondern dieses kleine Gebilde, was auch immer es werden wird, ich habe noch keine Ahnung, was genau das zum Schluss werden wird, das werden wir dann sehen. Fertiggestellt haben, können wir auch wieder nach Hause gehen und ich weiß inzwischen schon gar nicht mehr, was ich tun wollte. Eigentlich wollte ich weiter Leder farmen, um endlich mal meinen Enchantment-Tubel zu machen. Aber irgendwie komme ich nicht dazu, ich weiß ja auch nicht. Also das könnte schon cool werden. Könnt ihr hier vorne mit buntem Lehm arbeiten. Ich weiß gar nicht mehr, wo ist denn Test Neue Welt über Creative Mode? Ich weiß nicht mehr, wo ich die hatte. Doch, hier haben wir sie. Hallo? Hallo? Hallo, ne? Das war ja mal so eine grobe Konzeption. Hallo, mein Name ist Konzeption. Komme aus Spanien. aus Mexiko. Sí, señor. Sí, señor. Das war ja so mein grobes Konzept mal für so einen angehenden Saloon. Oh, hallo, na, wie geht's? Wie, du sprengst was? Aber ich weiß nicht so, ob das, wie ich das eventuell. Wir schauen mal, das wird bestimmt nix. So. Plupp. Würde bedeuten, dass ich diesen Teil da rausreißen muss und das mit Lehm ersetzen muss. Das könnte schon. Ist möglich. Ich mach das jetzt einfach. Hör mal auf. Das ist übrigens voll hässlich. Habt ihr voll recht. Voll recht habt ihr. Ja, ja, ja. Ah, ihr seid voll hässlich. Ich mach das weg. Nee, 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 nee. Ja, ist ja gut. Hab's ja selber eingesehen. Ist ja gut. Ich mach ja voll hässlich. Scheiß hässlich. Von mir gegeben, ich meine, das ist hässlich, da runter, ich deabonniere dich, ey, baust du für eine Kacke da, bist du behindert? Was? Nur weil ich Allergiker bin, müsst ihr mich nicht. So. Oh, fuck. Ich meinte, Misty Poops. Ja, das muss noch einen breiter. Da. Der Tower da muss noch weg. Ja, und ansonsten holen wir uns jetzt hier den gefärbten Ziegel, orangen gefärbte Kacke. Ich bräuchte eigentlich den Lapis für ganz andere Dinge, aber ich würde gerne das färben. Ich weiß nicht, wie ist denn das, wenn man das nachträglich färbt? Wie teuer ist denn das dann? Das kommt in die Mitte und dann... Naja, so teuer ist das gar nicht. Das ist gar nicht so teuer. Komm schon wieder her. Komm schon her. Ist gut. Hey. Das ist zu... kann mich nicht bücken. Okay, das geht schon mal so nicht. Es muss noch einen höher. Hops. Also direkt so vor uns. Muss man doch mal von weiter weg angucken. Das geht auf jeden Fall da so nicht mittig. Das muss auf jeden Fall bis da runter gebaut werden. Sieht sonst nämlich echt blöd aus. Und dann noch nach oben.
Wir gucken einfach mal, was das führt und wie das dann später aussieht. Ne? Vielleicht ist es ja doch ganz schön dann. Ja, wie komme ich denn jetzt da hoch? Verdammt. Ich brauche Leitern. Man müsste so ein Gerüst machen können, ne? So ein Gerüst wäre geil. Machen wir das jetzt mal so. Das sind die Dinge, die ich immer so brauche jetzt die ganze Zeit. So ein Gerüst wäre schon cool. Boing. Das war so nicht geplant. Ich wollte eigentlich da auch... So. Und dann hier nur 3 breit. Kann man das so machen? Ich weiß es nicht. Hä, ich wollte das doch damit tauschen. Ich gucke es mir mal an. Da muss das noch ein bisschen höher. Und wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Bäume. Sind die hier frisch gewachsen? Ich glaube, die sind alle recht frisch gewachsen. Na, dann kommt mal her, ihr Frischlinge. Schlachte euch alle. Ich meinte... Ich muss euch leider gerade mal der Welt entreißen. Denn ich will hier coole Gebäude scheißen. Das hat sich jetzt als einziges gereimt. War jetzt nicht so glücklich gewählt. Gebe ich ja selber zu vom Ausdruck her, aber... Ich weiß jetzt nicht, wie ich das jetzt hier an den Ecken gestalten soll. Aber da wird mir sicherlich auch noch was einfallen. Oh Gott, ich dachte, ich springe jetzt wieder runter. Muss definitiv noch höher. Die Idee war gut im Ansatz. Danach hat sie angefangen zu stinken. Jetzt brauche ich wieder mein Crafting Table. Au. So. Mehr Stöckchen. Mehr Hölzer. Wenn man jetzt die Leitern noch individuell einfärbbar machen könnte, dass die Leitern unterschiedlich wären, dann ne, wären die Leitern unterschiedlich einfärbbar und das würde mir gefallen. Das ist für eine Pornomusik schon wieder. Also so eine Romantik-Krempel-Gedöns. Ich uff. So, gut. Wie mache ich dann hier den oberen Bereich? Experimentiere jetzt mal. Nö. Ist vielleicht unnötiger Verbrauch von blauem Kram. Aber... Wenn es mir nicht gefällt, reiß ich es ja wieder weg. Und dann war das... Aua. Mach mal neu. Ich auch rum. Scheiße. Und da ist noch so ein wertvoller Holzding drunter. Nicht. Es sieht schon blöd aus, glaube ich. Weiß es nicht. Ich glaube doch, es sieht blöd aus. Doch, doch, doch. Es ist hässlich. Ist doch schon, ja. Haben wir Kommentare übrigens, um die wir uns kümmern können? Ja, haben wir. Hanni, was hältst du von sinnlosen RTL-Sendungen wie Familie im Brennpunkt, Verdachtsfälle und so weiter? Also wie ich es gerne nenne, ASI-TV. Meiner Meinung nach ist sowas völliger Schwachsinn, denn ich finde Fernsehen dient zur Unterhaltung, was das definitiv nicht ist. Ich frage mich auch, was der Sinn dieser Sendung ist und wie man mit sowas überhaupt Geld verdienen kann. Mich würde deine Meinung dazu mal interessieren. Also, ASI-TV, wie ich es auch ganz gerne nenne, sind halt einfach... billig produzierte, also wirklich sehr billig produzierte, das muss man sich halt jetzt auch mal klar machen, wie, das kann man mit einer normalen, drecks billigen Handycam genauso gut danach machen, quasi. Mit genauso schlechten Schauspielern, die man in jeder Schule findet, wenn man mal in der Theater-AG guckt, ja. Nee, die sind besser. Es ist halt einfach billig produziert.
und unterhaltsam. Na gut, es gibt halt genügend Leute, die sagen, ey, geil, die sind genauso blöd wie wir. Weil es geht dort immer um ziemlich banale, simple, aufgebauschte Alltagsprobleme. Und diese banalen, simplen, aufgebauschten Alltagsprobleme gehören halt einfach zum Leben mit dazu. Und viele Menschen fühlen sich halt das erste Mal dann bestätigt in ihren Erfahrungen. Das ist ja auch oft gerade für, ich sag mal, sozial schwachere Schichten ein Fernsehprogramm. Nee, ich möchte das hier oben, glaube ich, mit Ziegeln machen. Und also Leute aus etwas sozial schwacheren Schichten haben sowieso sehr oft Probleme, sich zu öffnen und auch mal über ihre Probleme und ihre problematischen Familienverhältnisse zu reden, etc. pp. Ach ja, ich muss das ja oben mit Halbstüfchen machen. Und das führt dann halt entsprechend dazu, dass diese Menschen selten die Möglichkeiten haben, sich auszutauschen darüber, dass andere Leute die gleichen Probleme haben, dass sie damit nicht alleine stehen, etc. pp. Und wenn dann so ein TV-Sender da kommt und einem mal zeigt, dass es anderen Leuten halt ebenfalls so geht oder ähnlich so geht oder dass man halt tatsächlich auch, das war glaube ich irgendwie anders, dass man da auch Problemlösungen für finden kann, dass man jetzt nicht dort vor sich hin vegetieren muss, sondern dass man da auch mal eventuell zu einem Psychologen geht und so weiter und so fort. Genau all das führt dann halt dazu, dass diese Sender geguckt werden. Es ist nichts Schwieriges, was man so konzentriert zugucken muss, ne? Und weil es so billig und leicht zu produzieren ist, können die Sender das raushauen ohne Ende. Und wie das halt immer bei Phänomenen solcher Art der Fall ist, muss man auch nicht verstehen, warum das Ganze so gehypt wird. Das ist alleine teilweise wahrscheinlich, weil sich die Menschen darüber aufregen und sagen, ey, was für die Scheiße, ey, was guckst du da für die Kacke? Gerade deswegen teilweise so gehypt. Das ist nun mal eine natürliche Entwicklung bei solchen Sachen, ja. Es passieren halt geht das damit? Ja. Die komischsten Dinge im Fernsehen. Kann ich das immer noch aufmachen? Kann ich das jetzt auch immer noch aufmachen, oder? Ah ja, weil es nur halbe Sachen sind. Ich habe keine ganzen Sachen gemacht und weil es nur halbe Sachen sind, geht es. Gut. Und also ich selbst, ich habe mir auch schon solche Serien angeguckt. Jetzt muss ich das hier da irgendwie unten drunter kriegen. Ich habe mir auch schon solche Serien angeguckt. Mit so leichten Übelkeitsgefühlen meistens. Bin halt, was soll ich sagen, Fan von wirklich anspruchsvoller Unterhaltung. Nennen wir es jetzt einfach mal anspruchsvolle Unterhaltung. Um einfach mal niemanden zu diskriminieren. Es gibt Menschen, die finden das als unterhaltsam. Und da möchte man ihnen ja jetzt nicht irgendwie sagen, dass sie gleich deswegen asozial sind oder so. Es ist halt ziemlich simple und stumpfe Geschichten. Ja, es gibt ja auch, keine Ahnung, ich habe Fanfiction gelesen, wo die Leute voll drauf abgegangen sind und es war so schlecht geschrieben, dass ich am liebsten mich übergeben wollte. Es war doch das Baumpferd. Naja. Diese TV-Sender leben halt von der simplen und einfachen Geschichtsschreibung. Da muss man nichts für können. Es ist nicht sonderlich kompliziert und das ist genau der ganze Clou an der Sache. Und weil es halt auch so billig zu produzieren ist, kann man es halt auch in Massen produzieren, ne? Und wenn man beim Fernsehen nicht nachdenken muss, ist es noch bessere nebenbei betrachtende Verdummung. Und jetzt muss man auch zu dem Faktor kommen, inwieweit sind dann diese Sachen wie Brennpunkt und Verdachtsfälle Verdummung? Weil letzten Endes sind das Fälle, die in der Realität exakt genauso vorkommen, auch wenn die Leute dann nicht ganz so komisch handeln. Oh, hallo, mein Name ist Horst und ich glaube, meine Tochter ist vergewaltigt worden. Sie benimmt sich so komisch. Ja, das ist unrealistisch, dass jemand so vor einer Kamera sitzt und das so erzählt. Aber das gehört zu diesem Erklärformat dazu. Durch diese Erzählungen, die Leute da auch immer von sich geben, wenn sie auf der Bank sitzen und dann mit dieses Pseudo-Interview führen bei diesen ganzen Serien, spart man sich eine Menge Drehzeit, weil das, was die erzählerisch dann wiedergeben, ist halt quasi in Geschichtsform etwas, was man in einem Film abdrehen müsste. Oft werden komplett actionreiche Parts damit übersprungen. Einfach weil Baum. Nein, weil man es halt sich einfach nicht leisten kann, das halt
wie schon gesagt, drehtechnisch zu machen. Ich habe mich hier so ein bisschen verbaut. Wollte ich mal erwähnt haben. Während ich hier quatsche. Bam, bam, bam. Und da muss ich dann halt sagen, dass ich es unfair teilweise finde, dass man das als Asi-TV bezeichnet oder als Verdummung. Weil aufgrund der Tatsache dessen, dass hier von echten Fällen in Anführungsstrichen berichtet wird, also echte Fälle, jetzt einmal dahingestellt, aber von Dingen, die in der Realität exakt genauso vorkommen, macht es höchstens recht lame, wenn man sich denkt, ich gucke nicht Fernsehen, um Realitätskram zu sehen. Das ist dann so die eigene Meinung. Aber für andere Leute, da kann das sogar lebensrettend sein. Die haben riesengroße Probleme gerade in ihrem Privatleben und Familienleben und wissen nicht, wie sie damit umkommen, mit klarkommen sollen. Und dann kommt hier so Verdachtsfälle, Brennpunkt am Mittag oder wie der ganze Krempel heißt. Und dann plötzlich so, es gibt die Möglichkeit, zu Privatdetektiven zu gehen. Bla, sie haben die Möglichkeit, sich so und so weiterzuentwickeln. Die und die Möglichkeiten gibt es, um Probleme zu lösen. Und dann ist das für die Leute tatsächlich eine Lösung. Also, ne, da kann man denen dann tatsächlich mithelfen. Da muss man halt auch wieder fair sein. Ne? Man kann ja nicht immer alles... Dass das trotzdem oft halt auch eine falsche Darstellung ist. Und da kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo das Ganze ein Problem ist. Da werden halt oft Dinge, die in der Realität existieren, falsch dargestellt. Und das ist jetzt der Punkt, den wir alle ziemlich kritisieren und ziemlich schlecht finden. Und in welcher Hinsicht zum Beispiel werden Dinge falsch dargestellt? Also viele Leute finden sich zum Beispiel durch die Darstellung von Gamern und Anime- und Manga-Freunden in diesen Sendungen, wie soll ich sagen, beleidigt. Und das kann man auch nicht anders sagen, das ist ja auch tatsächlich ein Fakt, weil diese Dinge schlecht recherchiert sind. Und da kommt der Punkt, wo ich sage Volksverdummung, weil schlecht recherchierte Fakten, ja, wenn man das dann als Sender echt abliefert und dann halt auch noch so sagt, so, ja, das ist doch nicht schlimm und bla und Leute sollen sich mal nicht so haben und so. Da kommen wir an einen Fall, wo man als Sender sich ganz, ganz böse reinreitet, weil man halt einfach unnötigerweise aufgrund von purer Faulheit, weil diese Recherchen sind nicht komplex, wenn man sich mal anguckt, was die so einen Stoff haben, wo man als Sender aufgrund von purer Faulheit sich noch ein Zielpublikum entgehen lässt. Weil wenn sie diese Leute ja richtig darstellen würden, dann würde man das ja aus Interesseweise mal gucken. Sag ich mal, oh, ein Brennpunkt am Mittag, heute geht es um das Thema Eltern, Manga und Anime und so ein Krempel. Und dann das Ganze mal intelligent aufrollen, ja? Und sich mal darüber Gedanken machen, wie ist denn das eigentlich? Und was ist mit aus Gaming und Pipapo? Und wie können wir das darstellen, ohne jemanden dabei zu beleidigen? Ja, ne? Wäre mal eine Option. Würde man sich eventuell mit einem Kundenkreis schaffen? Ich weiß, ich soll es nicht damit abbauen. Da komme ich jetzt nicht dran. Komm schon her. Danke. Alter, das Mucke, ne? So, ich baue einfach so ein bisschen vor mich hin hier. Einfach so vor Tilulz. Ich weiß noch nicht genau, ob ich das so halt so lasse, vom Aussehen her. Geiz kommt Musik. Ah, ah, ah. Da singt ein Sänger mit. Das geht mir voll auf den Nerv. Denn ich bin der Einzige, der hier mit singt. Ist das jetzt ohne Mucke? Also ohne. Nee, das ist auch Male Voice. Ist das ohne Male Voice? Ja, nein, doch, vielleicht. Und da können wir jetzt gleich mal die Umfrage dazu machen. Wer hat sich dann aufgrund von so einer Serie, weil jeder hat doch mal in sowas wie... Ah! Fresse! Weil jeder hat doch sicherlich mal in solche Sachen wie Verdachtsfälle, alles mit Vokals, da steht kein Vokals dran. So. Jeder hat sich doch sicherlich schon mal sowas angetan. Jeder hat sich doch schon mal so ein schönes Schundfernsehen angetan, oder? Und habt ihr mal eine Sendung dort erwischt, die euch persönlich quasi beleidigt? Also die euch persönlich angreift, wo ihr das persönlich das Gefühl habt, verarscht worden zu sein? Habt ihr sowas mal erwischt? Das würde mich interessieren. Ich habe mal was zum Thema Gaming gesehen und fühlte mich schon persönlich beleidigt. Ich kann immer noch nicht pfeifen, das hält mich trotzdem nicht davon ab. Sollte mal wieder schlafen gehen. So.
Ach ja, die Fernsehlandschaft, die deutsche Fernsehlandschaft. Schon was ganz Besonderes. Wunderbar abgeguckt von der amerikanischen Fernsehlandschaft. Wunderbar, sei jetzt da allerdings auch mal wieder hingestellt. Ich packe jetzt hier noch eine Fackel dran. Ist ja quasi die Rückfront hier von dem Haus. Ob wir das jetzt hier noch genau gestalten wollen, weiß ich auch nicht. Ich leg mich mal ins Bett. War nett. Bis zum nächsten Mal.